Nachdem wir im letzten Part ja alles andere als kompetitive Matches bekommen haben, es waren, naja, hexlastige und witzige und trollige und absolute Cancer-Battles, mehr oder weniger, haben wir heute ein äußerst kompetitives Match, und zwar von niemand geringeren als Selfe. Einer der aktuell loyalsten Zuschauer, der Junge ist in fast jedem Stream dabei, oder war in fast jedem Stream dabei die letzte Zeit. Und er meint, ein extrem spannender Multikampf aus dem Friends Cup von Swiss Pact. Der liebe Dark Bean LP und ich, Andreas Selfe, gegen Krawotzke, ein ebenfalls sehr treuer Zuschauer, und Girahim Schlingel. Yo, Girahim Schlingel. Ich glaube auch der ist ein treuer Zuschauer, ne, so, keine Ahnung. Offenbar sind alle von denen Schlingel. Kämpfen gegeneinander in einem Multibattle. Es ist ein extrem spannender OU-Multikampf, der für den Verlierer nicht beschissener hätte ausgehen können. Aber sehr viele taktische Züge waren vonnöten, um es zu einem sehr interessanten Match zu machen. Ja, und ich freue mich ja immer, allerhand verschiedenste Battles in den Schlingel-Battles vorstellen zu können. Einmal haben wir die übelste Strategie mit einem Baby-Pokémon, mit der jemand alle Legis wegflext. Dann haben wir irgendwelche Troll-Matches mit Hex drin und irgendwelchen Eiseskälte-Plays und so ein Müll, wo ein Alola Volnona irgendwie ein Muramura und ein Entei auseinander nimmt und so. Und dann haben wir wieder kompetitive Matches, die halt etwas Unterhaltung und Spannung bieten. Und ich freue mich, das alles so schön bei den Schlingel-Matches kombinieren zu können, weil es ist halt einfach eine tolle Abwechslung. Man hat in jedem Part ein bisschen was anderes. Es ist kurz, es ist knackig, es ist unterhaltsam. Deswegen mag ich dieses Format einfach so unglaublich gerne. Außerdem sehen wir immer was Neues und nicht nur immer, was ich weiß oder was in meinem Kopf so ist, sondern auch ich werde überrascht beim Kommentieren und darf neue Sachen sehen und mich inspirieren lassen, und ich mag einfach die Schlingel Battles unglaublich gerne mittlerweile. Es ist ein sehr simples Projekt oder ich würde mal sagen Format, aber es ist definitiv auch eins meiner Lieblingsformate in den letzten Monaten geworden. Ich würde sagen, wir labern nicht weiter und konzentrieren uns jetzt mal auf das Battle. Wir sind zweimal Grandiras, also Grandiras ist awesome. Grandiras, ich habe es auch gleich wieder in meinem neuen Team jetzt verwendet, mit dem ich jetzt einige Zuschauer-Battles starten werde gegen euch. Grandiras ist fucking awesome. Vor allem mit seinem neuen Z-Move unglaublich gut geworden. Leider dauert er immer ein bisschen lange, aber man kann ihn ja nicht abstellen. Leider. Aber Grandiras ist einfach eine unglaubliche Bereicherung, beziehungsweise der Z-Move für Grandiras, weil ich habe Grandiras schon von Anfang an ein sehr cooles Pokémon gefunden, aber es war halt einfach zu schwach. So, dann haben wir wahrscheinlich einen Mega-Sumpex, weil ich bei Krawotzke im Team einen Pelipper sehe, ne, hier. Und mit Mega-Sumpex macht das natürlich massivsten Damage. Dann haben wir einen Pipi mit Freundeshut, was definitiv ganz cool ist, mit Spotlight und so ein Kram, ne, bei den Multi-Battles. Und ein Kommandutan, also Krawotzke spielt zu 90% Support, Kommandutan wahrscheinlich mit Kommando, mit Pizarro-Raum, Pelipper mit Regen, mit dem Regen, und Pipi mit der Freundeshut und so, Spotlight. Luna wiederum spielt wohl das Offensive, ne, wir haben ein Sumpex, was doppelt so schnell im Regen ist und natürlich eine Stab-Kaskade raushauen kann, en masse. Dann haben wir ein Katagami, was immer ein sehr gefährliches Pokémon darstellt, und das Komo-O, was wir gerade angesprochen haben, mit dem wahrscheinlich Z-Move, da einfach nur unglaublich reinballern kann, gerade bei Multikämpfen. Also wir sehen eine ganz klare Tendenz, Krawotzke ist der Supporter und Luna ist der Angreifer, ist der Attacker. Ich würde sagen, ähnlich sieht's aus auf der anderen Seite, wobei die schon relativ unterschiedlich sind. Wir sehen auf Dark Beans Seite ebenfalls ein Pipi, was wohl genau denselben Zweck erfüllt. Bei Celebi bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, Celebi kann ja Heilopfer haben, aber Heilopfer gilt, also genau wie bei Pippi, gilt nur für die eigenen Pokémon und nicht für Andreas Selfes Pokémon. Wo ich mich dann frage, I don't know, maybe ist Celebi einfach nur ein... Ich weiß nicht, was macht Celebi mittlerweile? Es war früher im OU, glaube ich, relativ... Oder im Juju, war Celebi? Ich weiß nicht mehr, Leute. Aber auf jeden Fall ein sehr gerne gespieltes Pokémon. Mittlerweile aber wieder nicht mehr so oft gesehen.
Aber ich bin gespannt. Ja, der Rest ist mehr oder weniger normal. Ein Gyarados, vielleicht sogar ein Mega-Gyarados. Bei Komo haben wir wieder den Z-Move und ja, vielleicht ein Belebekraft-Pokémon mit irgendwie, ich weiß nicht, Giftspitzen oder so. I don't know, wir werden sehen, Freunde, wir werden jetzt ins Battle droppen. Sorry für die lange, lange Anrede, aber ich versuche da immer so ein bisschen meine Gedanken reinzubekommen, bevor das Match startet. Luna und Krawotzke wollen kämpfen. So, Seregios kommt in den Kampf. Ska, mein Freund. Nice Name, nice Name. Yo, und die mit dem Partnerlook, ne? Mit dem Partnerlook einfach mal den Pokéball so. Slash, okay. Onion Ring. Onion Ring und Agrostella. Okay. Ja. Die Sache ist die, Bon Curry zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Was natürlich sehr gut für Komo-O ist, da dieser jetzt in Ruhe aufsetzen kann und den Z-Move wahrscheinlich droppt. Ja. Yep. Auf der Agrostella-Seite ist es aber nicht so schlimm, weil wenn der jetzt für einen Gift-Shock oder so geht, dann ist es Pippi relativ schnell down. Aber das müssen sie auch tun, denn Seregios wird in ein, zwei Zügen sehr gefährlich werden. Ne? Wenn er jetzt den Z-Move raushaut, ist er schon mal überall auf plus 1, also kriegt einen Omni-Boost. Wenn er dann noch einen Drachentanz hat und das Pippi noch eine Runde überlebt, holy shit, dann wird es super gefährlich. Weil die Gegner dann gar nichts mehr tanken. Also keine, ne, kein Drain Punch mehr, also kein Ableithieb und keine Drachenklaue und, ne, I don't know. Auf jeden Fall jetzt schon mal sehr, sehr schön angehittet. Auf plus 1 überall, also auch auf den Defensivwerten. Das bedeutet, es wird nicht mehr so einfach wegzukillen sein. Und jetzt gucken wir mal. Das Toxin geht auf Pippi. Was relativ, naja, ist, es ist in Ordnung. Aber es war halt schon abzusehen, dass das Spotlight kommt und dass die Psychokinese auf Bon Curry geht. Aber ey, sie wussten ja natürlich nicht, was der Lead sein wird und von daher mussten sie halt das Beste aus der Situation machen. Onion Ring wird rausgeswitcht und geht jetzt zu Pippi. Die Frage ist, hat das gegnerische Komo-O, also Seregios, hat das Ding den Gift-Heap? Weil wenn es den Gift-Heap hat, dann wird auch dieses Pippi das Teil nicht aufhalten können. Ich meine, es hat... Es immunisiert die Drachenklaue, es resistet den Ableithieb, aber genau, diesen Move wird es eben nicht so einfach tanken und an der Stelle ist Pippi auch schon, naja, massivst angeschwächt. Also sieht sehr gut aus für die Gegner, die haben bisher noch fast keine Verluste gemacht oder nicht unglaublich viel an KP eingebüßt. Auf der... Naja, auf unserer Seite, auf Selfies Seite, sieht es da schon ein bisschen anders aus. Die haben schon den einen oder anderen Move kassiert. Aber in Ordnung. Agrostella versucht jetzt... versucht Bon Curry. Ja, gut. Es wollte natürlich Grandiras an der Stelle burnen, ne? Aber Bon Curry ist einfach... Naja, mit dem Spotlight halt zu... mit dem Spotlight halt zu krass, ne? So, jetzt geht Pippi raus. Wahrscheinlich prediktet er, dass ein Gift-Heap kommt. Das wird an der Stelle vierfach resistet. Ein Gift-resistet Gift und Boden-resistet Gift. Und für einen Zug könnte er somit noch ein Gift-Heap überleben. Denn in der nächsten Runde geht das gegnerische Pippi down und sie können endlich das Seregios angreifen. Ja, ist eigentlich ein optimaler Zug. Sehr gut gespielt. Agrostella mit dem Bunker hätte ein Gift auf... ein starkes Gift, glaube ich, oder? Bunker starkes Gift auf Seregios rausgehauen. Hätte er den angegriffen und hätte er wiederum den anderen angegriffen, dann wäre, ja, dann wurde der Gift-Heap halt einfach resisted oder stark resisted zumindest. So, jetzt kommt Pippi zurück. Ja, ich glaube, er wird jetzt einfach wieder für den Siedewasser-Play gehen oder er switcht raus. Zu Carb. Okay, er hat Belebekraft, das macht auf jeden Fall Sinn. Auch aus der KP-Range. Hätte es nicht Belebekraft gehabt, hätte er es definitiv sterben lassen müssen, weil das kein Switch mehr gewesen wäre. Aber ein Gyarados in der Hinterhand zu haben, was natürlich das, den Angriffswert wieder auf neutralen Damage macht, ist natürlich immer super. Aber er greift mit Schuppenrasseln an und auf plus 1 ist er halt immer noch, was die speziellen, den speziellen Attack angeht. Aber offenbar nicht allzu krass investiert oder ein mäßiges Wesen, sonst hätte das definitiv mehr Damage gemacht auf plus 1. Pippi immunisiert. Und ja, Seregios kriegt jetzt, naja, wieder neutrale Death-Werte zumindest. So, Kommandotarn, interessant. Psycho Plus auf Seregios. Da wurde sich unglaublich viel überlegt.
coole Strategie, weil jetzt hat Oranguru oder Orangutan oder wie der Junge heißt, Kommandutan, hat jetzt ebenfalls einen Omni-Boost. Ne, und das ist heftig. So. Das Ding geht für den Protect, weil er wahrscheinlich jetzt den angreift. Nope, er geht für Orangutan, Alter. Der Oranguru. Wow. Und da er den Death Boost nicht bekommen hat, weil er, naja, vor dem Psycho Plus Seregios Death auf neutral gedroppt ist, hat er diesen Knirscher, diesen Stab, sehr effektiven Knirscher von fucking Mega Gyarados auch nicht mehr getankt. Denn die rechte Hand hat ihn natürlich nochmal um 1,5 verstärkt oder um 0,5, ich weiß gar nicht. Mal 1,5 plus 0,5, wenn man so will. Ja, und jetzt kommt das Teil rein. Mit dem Regen haut massive Orkane raus. Was Pippi tankt, das überrascht mich ehrlich gesagt ein bisschen. So, das überlebt Seregios nur wegen dem Spez-Attack-Boost. Ne? Ein und allein deswegen, weil das ist vierfach effektiv. Aber Pippi ist natürlich auch kein Pixie und wahrscheinlich eher defensiv ausgerichtet. Von daher passt das. Agrostella kommt zurück und Pippi protected. Oh. Okay, ja, Ableithieb wird jetzt resisted, anstatt sehr effektiv treffen und ihm nicht allzu viel füllen. Ich weiß nicht, was er tun will, ob er den Regen so ein bisschen ausdollen will, weil sie ganz genau wissen, oh shit, in der Hinterhand ist definitiv noch ein Mega-Sumpex, was Agrostella wegknallt, was Mega-Gyarados jetzt outspeedet und auch aus der Range wegknallt. Und naja, das Pippi überlebt auch nicht mehr allzu viel, aber ich muss sagen, sie haben noch 6 Pokémon, ne? Es wurden einige Pokémon angehittet, aber es sind noch 6 Pokémon. Also an sich eine relativ coole Bilanz. So, jetzt kommt der Gift Heap auf Pippi, um das Ding rauszuknallen. Und das war's mit, ja, dem Supporter Numero Uno, der auf beiden Seiten war. Und ja, hier wird einfach versucht, Chip Damage auf Agrostella zu fahren. Vielleicht in Kombination mit einer Verwirrung noch ein bisschen für Unruhe zu sorgen und so, ne? Aber Agrostella juckt es nicht, hat eine gute Recovery und Pelipan wird nach dem Ruheort einfach toxinisiert, damit er nicht mehr zu lange drin bleiben kann. So, Nidoking kommt rein, könnte jetzt Donnerblitzen oder Eisstrahl. I don't know. Ich glaube, er geht eher für den Eisstrahl, weil das Toxin schon auf Pelipper drauf ist. Oder er geht für die Schlammwoge. Oh! Natürlich! Agrostella resistiert die Schlammwoge und Seregios stirbt und Pelipan frisst massiven Damage. Yo, also hier wurde sich echt was überlegt, ne? Die Teams wurden super, super, super gut zusammengestellt. Also, fette Props an der Stelle von mir, Alter. Das ist echt gut gemacht. So, Agrostella geht für die Genesung. Ne, es kann entweder für die Genesung oder für das Schutzschild gehen, um eine Runde länger zu leben quasi und sich wieder hochzuheilen. So, Pelipan wird immer weiter geschwächt. Ich glaube, die nächste Runde wird er nicht mehr überleben. Ich glaube, das Toxin wird in der nächsten Runde stark genug sein, um das Ding zu killen. Was auf jeden Fall reinkommt, ist Onion Ring. Und Anabolika? Oh ja. Natürlich. Anabolika, Alter. Die Sache ist die, er muss jetzt für den Ice Punch auf Celebi gehen, weil Celebi natürlich mit dem Energieball vierfach effektiv trifft und das Ding wegknallt. Und wenn der Regen weg ist, dann wird er auch nicht mehr outspeeden. Das heißt, er muss für den Ice Punch auf Celebi gehen und ich bin gespannt, ob er es tatsächlich macht. Ja. Bah! Und das war's mit Onion Ring. Das war relativ vorauszusehen, weil für ein Erdbeben geht man hier definitiv nicht. Aber, okay, ja, die Runde geht definitiv an die Gegner. Definitiv an die Gegner. Pelipan wurde nochmal vom sicheren Tod gerettet. Und somit kann er nochmal den Regen reinbringen, wenn er jetzt Pelipan rausswitcht. Was er wahrscheinlich tun wird, um Sumpex besser zu supporten. Und, naja, Agrostella hat seine Runde einfach verschwendet. Oh, er geht nicht raus, um wieder reinzukommen, um Sumpex schneller zu machen. Sondern er droppt einfach den Rückenwind und somit ist er automatisch schneller. Und Agrostella an der Stelle, ne, gegen den Erdbeben hat es halt auch nicht mehr so viel zu melden. Aber es haut noch ein Toxin raus. Ich kann mir gut vorstellen, dass er in der nächsten Runde protected, sprich für den Bunker geht, um einfach,
ja, ein Erdbeben zu stallen und den Gegner ein bisschen Toxic, ne, Toxic Stall und eine Runde zu überleben, vielleicht dann raus switcht oder er switcht einfach direkt raus. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er Agrostella an der Stelle sterben lässt. Oh, aber sie haben die komplette, ja, er muss stallen, er muss stallen. Sie haben die komplette rechte Seite von Selfe und seinem Kumpel Darkbean LP rausgenommen. Das ist halt immer so ein bisschen gemein, wie ich finde, bei Multikämpfen. Ich finde, da muss man das System noch irgendwie ein bisschen besser machen, weil wenn man halt sich auf einen der beiden Trainer fokussiert und immer nur die eine Seite angreift, ja, dann, ne, hast du einen Staller wie Agrostella da, der irgendwie nicht viel macht oder nur passiv viel macht, viel tankt und so, aber nicht, ne? Und dann kannst du dich einfach immer auf die rechte Seite konzentrieren und den wegballern und, naja, dann sind es halt 2 gegen 1 und dann hast du halt kaum noch Chancen. Also, ich finde, irgendwie müssen die das System noch anpassen, dass wenn eine Seite komplett down ist, dass der irgendwie die Pokémon vom anderen bekommt oder irgendwie sowas. Ah, es ist mega schwierig zu lösen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, auch das ist nicht die beste Lösung. Aber irgendwie stößt mir das immer ein bisschen sauer auf, weil der eine tankt, der eine supportet. Der wird dann in Ruhe gelassen, weil der macht ja nicht viel, ne? Den kann man ja so lassen. Aber, ja, Hauptsache die linke Seite dann wegknallen, so. Aber in Ordnung. Er geht zu 100% auf den Stall. Pelipper kann gar nicht mehr rausswitchen, so wie ich das sehe, weil er nur noch ein Pokémon hat. Und deswegen stallt er jetzt einfach, so lange bis Pelipper halt stirbt. Ich frage mich, warum Pelipper an dieser Stelle nicht für den Ruheort gegangen ist. Das war nämlich absolute Grütze. An der Stelle zu 100% für den Ruheort gehen müssen, weil erstens hätte er dann wieder Rückenwind setupen können und zweitens wäre er dann nicht alleine gewesen. Jetzt steht es nämlich 1:1. Und der Agrostella muss nichts anderes machen, als den Hit zu tanken, zu protecten und dann wieder raus zu switchen. Das Sumpek stirbt und danach ist es ein 1:1 und dann kommt es darauf an, was haben die beiden Trainer für letzte Pokémon. Und ich kann mich gar nicht erinnern, was war denn auf dieser Seite noch gleich für ein Pokémon. Jetzt kann er sich entscheiden, will er mit Agrostella gegen... Oh, Herr Katana. Okay, ich glaube, er lässt Agrostella an der Stelle sterben und greift mit dem letzten Pokémon dann an. Der Bunker macht nicht viel. Das ist gefährlich, wenn er jetzt auf Sword Stance geht. No, Laubklinge kommt raus. Er kann aber nicht gepoisoned werden, weil er ist ein Stahl-Pokémon. Wäre er jetzt auf den Sword Stance gegangen, hätte er massive Probleme gehabt. Also das war super gefährlich gerade. Ich hätte an der Stelle, ehrlich gesagt, das Ding sterben lassen. To be honest. I don't know. Grendi wäre schon gut gewesen, ne? Ja gut, ich meine, Schuppenrasseln werden resistet, aber der Ableithieb hätte super Damage gemacht. Oh, wow, der Focus Blast trifft und das war's mit Katana. Zumindest mit dem Sash, weil speziell defensiv tankt der Junge gar nichts. Jetzt ist nur die Sache, Katana outspeedet natürlich. Und ja, Agrostella hat zwar jetzt die Belebekraft. Was macht er? Geht er auf das Schmalhorn? Ja, das wird resisted. Und ich nehme mal sehr stark an, dass Agrostella jetzt gesackt wird, damit er eine Laubklinge tankt nach Belebekraft und dann mit Siedewasser abschlägt. Er bleibt drin. Jo, wenn das crittet. Warum hat er das gemacht? Jetzt kriegt er ein... Oh, wegen dem Bestienboost. Aber das war's jetzt. Oder? Ja, das war's jetzt. Wäre er mit Dingens rausgeswitcht zu Grandiras, hätte er zwar einen Bestienboost gehabt, aber ich glaube, dann hätte er eine Laubklinge getankt und hätte mit Siedewasser gewonnen. Wow, okay. Also ich weiß nicht, ihr könnt ja mal kalken und mir sagen, ob ich komplett falsch liege, aber ich glaube, wenn Grandiras rausgeswitcht, Agrostella nochmal rausgeswitcht wäre, ne, zu Grandiras, dann wäre eine Laubklinge gekommen, Grandiras wäre wahrscheinlich trotzdem gestorben, aber du hättest instant wieder ich meine, Bestienboost, okay, aber das bringt Katana, ich weiß nicht, bringt es ihm Init oder Angriff, ich weiß nicht, wenn es ihm Angriff gibt, dann halt mal 1,5, ja, es hat ein Plus 1 Boost, aber ich meine, Belebekraft hätte Agrostella einfach fast wieder voll geheilt. Fast. Ich würde sagen, 80% voll wäre das Ding auf jeden Fall gewesen und
dann eine Laubklinge zu tanken. Dann machst du noch einmal Bunker, dann bist du fast voll wegen Giftschleim. Und dann hättest du auf jeden Fall eine Laubklinge getankt. Ich meine, es ist neutral. Und ich meine, ja, okay, plus 1, aber ich glaube, Agrostella ist ein bulkiges Pokémon, was eine plus 1 Laubklinge von einem Katagami tankt. Ich kann mich irren, aber ich glaube, mit einem Siedewasser hättest du da an der Stelle dann tatsächlich gewonnen. Vielleicht hatte er aber auch gar... Er hatte Siedewasser drauf, er wollte ja Komo-O verbrennen. Ja, ich glaube, an der Stelle haben sie massiv gechoked und deswegen das doch sehr, sehr spannende und awesome gespielte Match verloren. Ich muss sagen, das Battle hat mir sehr gut gefallen. Es gab sehr, sehr viele coole Kombinationen und irgendwelche, irgendwie Harmonien und so. Und das im Multi-Battles, das sieht man sehr, sehr selten. Also wenn, dann in Doppel-Battles, aber nicht im Multi-Battles, weil da müssen sich ja die Leute absprechen. Und das ist echt ein tolles Battle. Danke fürs Einschicken, ihr Schlingel, und bitte mehr davon. Bitte immer gerne mehr von solchen awesome Battles. Herzlichen Dank fürs Zugucken, Freunde. Guckt auf 3D Supply vorbei für Merch. Und bei Games Rocket für günstige Spielkeys. Ey, und dann sehen wir uns im nächsten Match wieder, im nächsten Schlingel-Battle hier bei mir auf dem Kanal. Macht's gut und bis dann.